Na, wo können wir jetzt mal unseren großen neuen Roboter reincrashen? Leider in kein sechstes Siegel. Hier sind viele verschiedene Gegner. Der, da sieht immer noch interessant aus. Refraktorfeld. Absorbiere 8 Damage. Ich glaube, ich boost den Ranger. Oh. Warum hast du nicht gold, lila, pink gefunkelt oder so? Du bist wichtig. Ich hätte dich fast übersehen. Also ja, neuer Tech Priest. Go, go. Mit. 5 CP. Wir brauchen mehr Slots. Kefra, ich bin auf eine ernste Angelegenheit aufmerksam geworden, Magos. Ich befürchte, ich kann sie nur mit dir direkt besprechen. Mein Tech Priest mangelt es an Zeit, Männern und Ressourcen, Subdominar. Stelle sicher, dass dies unsere Zeit wert ist. Komm schon, Faustinius. Sie würde dich nicht ansprechen, wenn sie das nicht vorher überlegt hätte. Das ist es. Einer meiner Skitarii-Offiziere hat seine strategische Gedankenübertragung, was? Gedankenbearbeitung unterbrochen und ist von unserem Comnitz verschwunden. Die Bedingungen im Grab von Umjao haben einen vollständigen psychologischen Zusammenbruch verursacht. Kurz gesagt, er ist verrückt geworden. Das ist eine materielle und moralische Bedrohung. Ich bin ebenfalls schockiert über diese Vorstellung. Du hattest recht, das zu mir zu bringen. Es muss schnell und diskret bewältigt werden. Moment, wir jagen jetzt einen von unseren Skitarii? Ich kann den letzten Aufenthaltsort des Alphas eingrenzen, aber das ist bestenfalls ein ungefähres Ziel. Du wirst ihn suchen müssen. Ja, wir jagen jetzt echt unsere eigenen Leute. Meine Tech Priests werden die eigensinnige Seele finden und neutralisieren. Welche Informationen haben wir über die Necron-Aktivitäten in diesem Bereich? Der Alpha ist unter Beschuss gefallen. Die Necrons, die ihr bekämpft, werden immer noch dort sein. Und Magos, wenn du ihn findest, töte ihn schnell. Was die Logik verlangt, muss geschehen. Jo. Okay, wir müssen da hinten hin, dahin. Und das war's. Ja, dann geh auf direktem Weg dahin. Auf dem Boden dieser Kammer liegt ein toter Skitarii-Soldat. Dies ist eindeutig nicht der Alpha, nach dem die Kohorte sucht. Keine Spuren des typischen Gauss-Feuers der Necrons und die Leiche wurde auch nicht zerstückelt, wie es die Flayed Ones tun würden. Also, es war der Alpha. Misstrauen, Verachtung, Behutsamkeit. Wenn der Skitarii wirklich jetzt. Naja, wenn er durchgedreht ist, wird er nicht das Ding mit Fallen versehen. Also je nachdem, was für eine Variante von durchgedreht es ist. Also einfach nur ein Berserker würde keine Fallen verlegen. Und wo ist der Unterschied hier? Überprüft die angrenzende Kammer. Untersucht die Leiche. Also ich denke nicht, dass eine Falle drin ist. Also untersucht die Leiche. Vielleicht kriegen wir Informationen über den Skitarii. Obwohl ich es nicht gerne sage, so hoffe ich doch, dass dies unser abtrünniger Alpha war. Sonst würde es bedeuten, dass es hier im Grab noch mehr wahnsinniges Gitarre gibt. Oh, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Die Leiche wurde von einem regulären Skitarii-Schanzzeug durchbohrt, das immer noch zwischen den Rippen steckt. Es herrscht kein Zweifel, dass dieser Skitarii-Soldat von einem anderen ermordet wurde. Aber 3 CP. Das sind ganz normale Necrons, kein Alpha oder sonst irgendwas. Oh, wir können jetzt für 1 CP den Bot rein teleportieren, ne? Mit unserem Sekutor. Schick, 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 schick. Da.
Dann ja, der ist sogar gleich dran. Nee, dann. Wobei, wenn. Also der Sikutor ist dran, dann stelle ich den Sikutor mal so hin, dass er dann hier hingeht, um noch 1 CP zu bekommen. Und ich nehme 1 Skitari dazu. Fertig. Also, vorwärts. Ja, beschwör den Bot ran. Beschwör den Bot ran. Dahin. Und scan ihn. Da noch ranlaufen? Ich weiß ja nicht. Wobei, von hier kann er nicht drauf schießen, weil das ganze Ding da am Weg ist. Und wir können den noch mechandritisieren. Und stehen dann allerdings seinem Flammenwerfer im Weg. Nein. Also seinen Flammenwerfer können wir schon mal nicht mit der Fähigkeit hier auslösen. An die sind nicht lange noch dran. Nimm lieber den CP mit. So. Also, kannst du das jetzt machen? Ja, kannst du. 5 bis 10. Sollte das nicht ein Kegelangriff sein? Ja, ein sehr gezielter Kegelangriff. Wollen wir die 6 CP jetzt aufbrauchen? Nee, der Lex ist gleich dran. Geh einfach hier eventuell in Deckung. Fertig. Den kannst du noch mitnehmen. Was waren das gerade dafür Runen? Ich habe da irgendwelche funkelnden Runen in Blau gesehen, die vorher nicht da waren. Ich habe es mir nicht eingebildet. Ganz bestimmt nicht. Es war keine fehlerhafte Pikt-Übertragung. Okay. Alle Truppen boosten? Ja, alle Truppen boosten. So, dann unser Engines hier. Könnte. Nö, kämpft damit weiter. Dann kann unser Bot eventuell die beiden da flambieren statt die beiden. Schnapp dir. Nicht besonders viel CP-Quellen hier auf der Karte. Boosten. Ist. Ah. Umso besser. Gerne weiter. Weil du hast ein physikalisches Schild. Hi. Das
Sind eigentlich zu wenig Ziele? Bin schon ein bisschen gierig, ne? Aber da hinten kommst du eh nicht hin. Nee, dann flambier die beiden. Und dann geh einen ran und hau ihn. Zerschmettern. Ein Schaden. Und schütz dich. Okay. Ja, war eine gute Idee mit dem Schützen. Zumal der ja gleich auch im Nahkampf angreifen kann. Ganz von hier aus, ja. Gar nicht erst bewegen, gar nicht erst einen Overwatch auslösen, einfach zweimal direkt angreifen. Oh. Okay. Fertig. So, Lex. Lex hat jetzt ganz viel Spaß. Kann nämlich daran gehen, den 1 CP mitnehmen, dann nochmal 2 CP nehmen. Dann den hier machen. Physischen Schaden boosten und alle drei am Flambieren. Die sind kaputt. Hätte ich sowieso nicht erwartet. Okay, nehmen wir gerne mit. Weiter. Weiter. Die brauchen drei Runden, das lasse ich erstmal so stehen. Wir könnten was debuffen, das würde ich ganz gerne auf den da machen. Vorbeilaufen? Nee. Ist okay, hau drauf. Fünf Damage. Nochmal ein. Also Gelegenheitsangriff sollte den zerstören. Wir haben keine CP. Ne, kommt nicht ran. Ja, dann fülle die CP wieder auf. Nächste Runde. Also, die beiden sind eigentlich schon tot, die wissen es noch nicht. Du. Warum bist du plötzlich so schnell? Ah, die plus 3 von dem Explorator-Typen und die plus 3 von den neuen Beinen. Dann, ja, husch da hinten hin. Blackstone für den neuen Bruder. Der dann gleich, keine Ahnung, 5, 6 Level aufstuft. Und töte alle Feinde. Sind alle jetzt down, ne? Dann geh bitte hier hin. Und lad nur die Single-Target-Geschichte auf. Du brauchst nur einen einzigen CP. Okay, also plus 3. Plus 3. 14 bis 16. Nein. Näher ran. Warum lebst du? 7 Energieschild. Geh weg. Oh, warte, das ging nicht, oder? Ja. Ja. Autsch. Der ist auch noch dran vor uns, ne?
Ja, aber wir dürfen erstmal jetzt seit sehr langer Zeit wieder einen Lobgesang des Lebens machen. Der nicht mal mehr komplett heilt. Und mach einen von den Kleinen weg. Aus den Dingern jetzt raus. Hier sind noch zu viele leuchtende. Ja, Arsch. Zing, zing. Weiter. CP wieder aktiv und nein, keine Verstärkung. Okay, sehr gut. Dann. Das Ding könnte noch vernichtet werden. Klingt nach einem Plan. Puh, noch CP raussaugen. Wir kommen nicht durch 7 Energieschild mit den Sachen hier durch. Den zu immobilisieren. Ne, kommst nicht ran. Du bist... Doof bist du. Fertig. Bordbord. Bordbord ist langsam. Warum wird der nicht ordentlich angezeigt? Also wir können uns verbrennen, aber nicht das Ziel. Da. Warst du da nicht durch? So. Schaden und Brand und in unsere Richtung. Das ist sehr entgegenkommend. Können Sie noch einen Tick näher ran? Nein. Aber so ist auch okay. So könnte er auch nicht finishen. Ja. Zähe Bursche. Wacker gehalten. Aber ist vorbei. Achso, das Ding steht da noch, aber okay. Ist es mir wert. Ist es mir wert. Für ihn ist es zu spät, Margos, aber ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Oh. Der wahnsinnige Skitari Alpha sitzt zusammengekauert an der Wand vor der Kohorte. Er hat seine Augmentics herausgerissen und eine seiner Augenhöhlen ist leer und blutig. Ein äußerst grauenvoller Anblick. Der Alpha scheint kaum noch atmen zu können und ist vom Blut durchtränkt. Exorzieren. Hinrichten. Extrahieren. Hinrichten. Die Kohorte erschießt den Offizier an Ort und Stelle. Er stirbt sofort und seine Sünde lastet nicht mehr auf der Menschheit. Die Kohorte wendet sich dann der Überlegung zu, wie ein voll ausgebildeter Skitari Alpha nur so vom rechten Weg abkommen konnte. Und wir kriegen ein... Oh. Ziel hat 100% Wahrscheinlichkeit, dich für eine Runde mit Angriffen zu verfehlen. Das heißt, er wird komplett rausgenommen aus dem Zug. Also gibt es jetzt definitiv mehrere Skitari, sonst, also Skitari Alpha, die durchgedreht sind, sonst würden wir jetzt hier nicht weiterlaufen, sondern umdrehen. Das da ist mehr Erweckung, das will ich nicht.
Das hier mit 2 macht CP. Wir haben volle CP. Das hier macht auch CP. Bei dem... Hätte das nicht gerade erst gezeichnet? Ja, die drei Striche unten. Das ist Blackstone. Alter. No. Ja, komm, so ein bisschen Erweckung kann ich schaden. Eine Wand der Kammer weist eine Reihe von Blutflecken auf, die allem Anschein nach absichtlich aufgetragen wurden. Die Punkte und Flecken folgen einem gewissen Muster. Entziffern? Minus 3 CP. Die Kohorte übersetzt einen Teil der Nachricht. Sie besteht aus einer Mischung uralten Morsecodes und einem einfachen Buchstabenschlüssel. Die Nachricht spricht von Verzweiflung, einer anstehenden Katastrophe und den gesichtslosen Lords. Obwohl sie beunruhigend klingt, scheint sie über den Verfasser nur auszusagen, dass er den Verstand verloren hat. Okay. Weiter. Wir haben zur Auswahl... Sehe ich nicht. Also eine ähnliche haben schon mal, die macht Erweckung. Das Ding hier macht Initiative minus. Und auch hier, das ist minus 0 CP. Ja, dann hätte ich gerne gar nichts. Auch wenn minus 0 CP komisch ist, aber ja. Du bist falsch rum. Ja, du bist falsch rum. Zeig mir mal, was du denn machst. Kreis. Kreis. Größerer Kreis. Verbindung. Du machst was. Plus 3 CP. Wir sind Overcap. Bisher war es echt keine gute Idee, hier lang abzuzweigen. Aber es hätte halt auch eine Tech-Waffe sein können. Es hätte mehrmals Blackstone sein können. Das wäre dann für den neuen... Tech Priest nutzen können und. Also, ja. CP. Den sehe ich wieder nicht. Das ist nochmal was Neues, oder? Schaden. Oder Heilung? War der vorher schon angeschlagen? Ich glaube, der war nicht angeschlagen. Ja. Also. Einmal falsche Anschlüsse. Was haben wir hier jetzt alles? Sehr viele ein... Oh, es geht. Darum, darum. Wer ist zuerst dran? Sekutor. Dann hat der Lex. Das heißt, der Sekutor kann den Roboter hier hinten irgendwo reinholen und Dominus geht ein bisschen nach hinten. Den kann er nämlich auch gleich befehlen, auf den hier zu schießen. Und dann den Bot reinholen. Also, Überlegung. Erstmal den Bot herbeiholen, dann Bot buffen. Dann alle Truppen ihn hier angreifen lassen. Gucken wir mal. Also, wir hätten gerne ihn. Wo? Also hier zum Beispiel könnte er eventuell alle drei flambieren. Das klingt für mich nicht schlecht. Dann jetzt plus 2 Damage.
bei den Lobgesängen da gerade, ne? Guckt euch mal an, was da in der Mitte der Schriftrolle drauf ist. Erinnert euch das an irgendwas? Also diese ganzen Kreise und komischen Stacheln nach unten und so. Ja, jetzt sieht man sie nicht. Aber da. Na gut. Jetzt hast du keine CP mehr, aber es ist die letzte Mission, also können wir ruhig mal draufhauen. Das heißt, ihr schießt jetzt bitte beide auf den, weil der ist doof. Er darf wenigstens nicht beide Male vorwärts gehen. Er darf gar nicht vorwärts gehen wegen der Fähigkeit. Interessant. Dann. Kannst du bitte. Ach, du kannst da nicht raus. Mist. Ich hab's nicht. Ja, booste die jetzt bis zum geht nicht mehr. Kommst da nichts ran. Dann halt so. Okay. Ja, okay. So, Engine Seer hat sehr viele CP. Und der Lex ist am Ende erst dran. Vor. Weiter vor. Dann boosten. Er wird gleich wegspringen. Und uns wird wegspringen. Ja. Da, super, dann bist du gleich von einem von denen erschossen. Dann kannst du jetzt weiter schießen auf den. Den CP mitnehmen, nicht wirklich, ne? Schnappe mal den. Und heilen brauchen wir nicht, nein. Oh, du kannst rangehen, ohne CP zu verbrauchen. Ja, dann ist natürlich gut. So, Big Boy. Wir hätten es denn gerne. Ha, den hauen und dann hier hinten. Wie ist die Reichweite? Groß. Groß gefällt mir. Smash. Der hier war schon ziemlich. Oh. War schon ziemlich angeschlagen. Das ist der, der ausgetauscht wurde. Mit dem da. Schild? Schild. Ich denke, dieser zerstört werden würde. Aber je weniger Schaden die nehmen, desto mehr Blackstone haben wir am Ende über für unseren neuesten Bruder.